I want the top. All my people right there in the back of the spot. I need the top. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Destiny am Start für euch und heute mit einem neuen Gameplay-Commentary natürlich mal wieder am Start für euch und ist es natürlich mal wieder Advanced Warfare. Ja, warum kam so lange kein Video? Es haben zwei Faktoren eine wichtige Rolle gespielt. Einmal, ja, war das Spiel dran schuld, weil ich nichts hinbekommen habe. Und ja, dann, ja, natürlich keine Zeit gehabt, kaum gespielt, bla bla bla. Und dann hatte ich auch irgendwie keinen Bock zu spielen wegen dem Connection-Scheiß-Gelaber, was sie angeblich gepatcht haben, was dann immer noch nicht besser war. Aber jetzt muss ich sagen, Moment, jetzt geht's eigentlich. Und ja, ich hatte jetzt die letzten Tage, habe ich wieder MW2 gespielt und ich habe direkt im ersten Spiel, habe ich ein Gameplay erspielt. Die Runden danach habe ich noch ein paar Clips erspielt, noch ein paar Gameplays. Ich sage aber nicht, was ich erspiele, da waren schon krasse Sachen dabei. Und ja, mal gucken, vielleicht bringe ich das mal irgendwann, wenn Advanced Warfare ausgelutscht ist oder so, keine Ahnung. Und ja, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt schon im Titel gelesen haben, Advanced Warfare, DNA-Bomb, beim fetten Spacko, Destiny, was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es meine allererste DNA-Bomb in dem Spiel. Geht natürlich auch dementsprechend lange. Warte, heute haben wir den 15.11., wann kam das Spiel raus? Seit dem 4. Und ich habe das Spiel seit dem 31.10. Also ich habe jetzt knapp 2 Wochen gebraucht, um scheiß DNA zu machen, also mehr als 2 Wochen sogar. Deswegen... ja, keine Ahnung, ich glaube, ich war dann auf 20er-Streak oder was weiß ich was, das war da schon skrupellos. Und da habe ich natürlich vorsichtig gespielt. Ist auch klar, ich denke, es ist bei jedem so. Jeder weiß, wie schwer das Spiel ist und bla bla bla. Ich meine, ich muss ja da gar nichts erzählen. Und ist natürlich auch logisch, dass, ja, nach 2 Wochen, ich meine, jeder, voll viele haben schon DNA, nur ich nicht, ey. Und ich war so oft kurz davor, deswegen jetzt, diesmal wollte ich es einfach schaffen. Weil die Tage hatte ich wieder mal so ein Fail, irgendwie, genau, ich habe Hardcore-Herrschaft probiert. Weil es, also nachts sollen da angeblich die Lobbys halt ganz easy sein, keine Ahnung, ich habe halt irgendwas krasses probiert. So, ich bin auf 24-0 und dann tötet mich ein Teammate, Alter. Der war noch deutsch, ey, ob es Absicht war, weiß ich nicht, wäre ich mal da ausgeflippt. Ja, deswegen, das ist jetzt hier in, was ist das, 6 gegen 6 Herrschaft ist das entstanden. Ich habe heute Nacht habe ich gespielt, weil ich gestern den ganzen Tag gepennt habe, deswegen war ich dann die ganze Nacht lang wach und ich bin immer noch wach. Und ja, deswegen sieht man auch fast nur amerikanische Namen. Also ich muss sagen, nachts, eigentlich, damals war es immer umgekehrt, nachts war die Connection am schlechtesten und, ja gut, die Gegner waren nachts natürlich schon immer einfacher, wegen den Amis natürlich, bla bla bla, aber die Connection war nachts immer schlecht, aber jetzt muss ich sagen, ey, ohne Witz, ich habe heute Nacht gespielt, ich hatte so oft Vorbar und die Gegner hatten immer nur 3 oder 2 Bar, ging auf jeden Fall schon gut ab, meine Freunde. Und ja, ich will jetzt gar nicht mehr so viel um den heißen Brei herumreden, sag ich mal. Ich habe gespielt mit der BAL-27, mit Griff, Schalldämpfer, Atlas 45. Ich meine, das ist unnötig, ich war ja erst Level 18 oder so und da habe ich das Nuklear... ey, ich sag immer Nuklear, Alter. Da habe ich ja die DNA-Bomb gemacht. Dann habe ich gespielt mit Unauffällig, Perferials, Stahldämpfer, Jungs. Drohne mit Verlängerung. Geschütz zum Abnehmen, also nicht, dass man dünner wird, sondern dass man es abnehmen kann. Und dann Warbird mit Verlängerung, ja, dann Exo, wie heißt es, über, wie heißt denn das, Alter, dass man schneller rennt, dieses übertaktet, wenn er das immer sagt. Ja, und dann halt 2 Blendgranaten, also ist auf jeden Fall kein richtiges Klassensetup. Und Leute haben ja gemeint, ich soll ja mal ein Video machen, ich glaube, das mach ich mal beim nächsten Mal oder so, hau ich mal ein kleines Klassenvideo raus. Aber ich komme mir da immer so dumm vor, ich meine, ich reiß doch gar nichts in dem Spiel, dann soll ich anderen erklären, wie sie spielen sollen, oder soll denen da meine Klassen zeigen, also keine Ahnung. Ich meine, ich komme mir da ein bisschen komisch vor, ich meine, wenn ich doch selbst ein gut in dem Game bin, aber na gut, ich kann ja mal meine Klassen zeigen. Ja, ich bin jetzt im Moment in Advanced Warfare Prestige 7, Level 5 oder so. Ja, im Moment spiele ich gar nicht mehr so viel. Ich habe mir auch einen neuen Account jetzt gemacht, deswegen bin ich hier auch bei dem Gameplay ist Level 18. Ganz einfach, ich war Prestige 7, also bin ich ja jetzt immer noch Prestige 7, Level 5, hat eine 1,4er KD oder irgendwie sowas und dann 380 Punkte pro Minute, oder hatte ich sogar schon 400, ich weiß es gar nicht. Ey, ich schwöre, ich habe die größten Tryhards gefunden, ne? Ohne Witz, jetzt habe ich mir nochmal einen neuen Account gemacht, bin mit dem eigentlich sogar noch bisschen, also was heißt bisschen, von den Punkten her bin ich besser, von der KD so ungefähr eigentlich dasselbe, aber ja, pff, läuft auf jeden Fall, keine Ahnung.
Aber ja, gut, fuck, man sieht ja mein Gamertag eh in dem Video. Ja, das ist wieder der alte Account. Ich glaube, einige müssten den kennen. Ich glaube, mit dem habe ich mal Road to Commander gemacht oder was weiß ich. Auf jeden Fall, mit dem habe ich auch schon einige Doomsday-Clips und was weiß ich was gebracht. Und ja, ich habe jetzt knapp 5 Minuten verlabert. Ich glaube, die ganze DNA-Streak geht irgendwie 6 Minuten. Wie gesagt, sorry dafür, aber ich meine, ich wollte es ja auch jetzt endlich mal schaffen. Und deswegen hoffe ich, dass euch meine erste DNA gefallen hat. Wird auf jeden Fall nicht die letzte DNA sein, die ich hier auf dem Channel hochlade. Und ja, somit als kleiner Spoiler, sage ich mal. Und ja, mal gucken jetzt, wie lange das Gameplay noch läuft. Wenn nicht, hinterlege ich den Rest noch mit Musik. Ich weiß jetzt nicht, über was ich hier labern soll. Gameplay ist jetzt auch nicht so spannend, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Genießt noch den Rest des Gameplays, wenn es noch einen Rest gibt. Und haut rein, bis demnächst. Servus. ASAP tatted on my belly like a Machiavelli. That peanut butter Prada, probably why they acting jelly. You acting petty, packing deadly, cause my chain heavy. Black OB in DC like I'm Wayne Perry. I beat that, sweet that awesome. She wanna have a foursome. She no more friends, so call some. Call the orphan for the morsome. Exhaust some, boss some, toss some, lost some like abortion. Window shopping notion. Wasted time's important problems with. For a minute, tell them I ain't leaving till late. Thing finishing. I'm loaded, I'm loaded, I'm loaded, I'm loaded, I'm loaded, I'm loaded. 4 shots in, and I'm loaded, I'm loaded.